So, nächstes Beispiel, 8.13. Beispiel. Wir haben ein Beispiel. Ein Kartenspiel mit 42 Karten, 52 Karten wird gemischt. Hier ist eins, da. 52 Karten. Hier wird gemischt. Schön gemischt. Ja. Vielleicht mal abheben. So. Gemischtes Kartenspiel. Wie würde man das in der Stochastik modellieren? Ja, wir wollen also unser Omega haben. Das ist jetzt erstmal, gibt es ein M. Ja, und was ist in dem M drin? Das M sind diese Karten. Ja? Für die erste Karte habe ich ein, kann ich eine von diesen ganzen Karten hier nehmen. Ja? 52 Stück. Also die kleinste ist vielleicht die 2 von Karo und die 3 von Karo. Dann geht es immer so weiter und schließlich kommt vielleicht der König von Pik und das Ass von Pik. Ja, so, das ist also mein M. M, 52 Stück. Das sind also die 52 Karten, die 52 Möglichkeiten. So, und also für die erste Karte kann ich eine von den 52 nehmen, für die nächste Karte eine von den 52, für die nächste Karte eine von den 52 und immer so weiter, ja, und das ist dann mischen, ja, bis ich schließlich alle Karten gewählt habe. Also wie viele Karten wähle ich? Auch 52, ja. Aber ich kann keine Karte doppelt nehmen. Sieht jetzt aus mit Omega. Ich mal die hin, ja? Also hier sehen Sie ein Element. Das hier ist ein Element in Omega. Sehen Sie? Ein 52-Tupel. Hier ist die erste Karte, K1, K2, K3 und so weiter. Bis hier hinten irgendwie K51, K52. Wenn ich jetzt nochmal mische, kriege ich ein anderes Element. Ja? Wieder ein 52-Tupel. Jetzt steht was anderes vor. Ja? Und Millionen und Abermillionen von diesen Kartenstapeln, müssen Sie sich vorstellen, sind in dem Omega drin. Und ein Element in dem Omega ist so ein ganzer Stapel. Ja, ein 52 Tupel mit 52 Einträgen. Ja, also die Elemente hier drin. Die Elemente hier drin sehen so aus. Karte 1, Karte 2 und so weiter bis Karte 52. So sehen Sie aus vom Kartenstapel. Okay. Also, das ist das Omega, also die Menge aller Möglichkeiten, wie so ein Kartenstapel gemischt werden kann. Und jetzt können wir auch ausrechnen, wie viele von denen es gibt. Jetzt habe ich hier schon 52 reingeschrieben. Quatsch. Also Anzahl der Elemente von diesem Omega. Also wie viele solche Kartenstapel, wie viele 52-Tupel gibt es? Ja, das sind erstmal für die erste Karte 52. Ja, das ist nämlich die Anzahl der Elemente in M. Dann mal 51, dann mal 50 mal und so weiter. Und wie oft will ich das machen? Na, 52 mal. Ja, steht hier oben. Ja, und wenn ich die Zahl von 52 runterzähle, dann komme ich hier genau bei 1.